ihr sehen könnt, sind wir jetzt gerade im Teich. Regelmäßig schlüpfen wir in unsere Warthosen, um Algen zu catchen, damit die nicht überhand nehmen. In den unteren Schichten bekommen die Algen dann nämlich kein Sonnenlicht mehr und sterben ab. Und dabei entziehen sie dem Wasser Sauerstoff. Den Sauerstoff brauchen aber die Tiere, die hier leben. Ohne Sauerstoff keine Tiere. Aber apropos Tiere, jetzt lasst uns doch mal gucken, was hier im Teich eigentlich alles so lebt. Hey, guck mal, das sind ja echt viele Spitzschlammschnecken. Die helfen uns, den Teich sauber zu halten, da sie Algen fressen. Die Algen, die lagern wir erstmal am Rand, damit die Tiere, die im Kescher gelandet sind, noch die Möglichkeit haben, zurück ins Wasser zu kommen und nicht sterben müssen. Genau, und dort trocknen die Algen und wenn sie trocken sind, kann man sie dann entfernen und zum Beispiel auf den Kompost legen.